Rivaldynastie. Ich habe eine Ente gehört. Die bringen wir um. Aber so was von, Junge, meine Freunde. Ich will eine Armee erschaffen und alles ausrotten. Ja, hau. Ja, was machst du denn da? Stellt sich wieder an. So, Rundholz nehmen. Rundholz nehmen. Reingehen. Und, den Hammer finden. Mit dem Hammer. Der Hammer. Das ist aber echt der Hammer. Wunderbar. Hier so die Fenstertürchen. Finde ich gut. Ah, aber hier kann ich jetzt... Ah, die kann ich präventiv schon einbauen. Ah, sehr gut. Und könnte ich jetzt nachträglich auch editieren, oder was? Nee, könnte ich... Ah, kann ich aber auch hochgraden zu einer Steinwand. Interesting. Hat er jetzt gerade die Ressourcen da schon gelöscht? Ja, ein Arsch. Okay. Wunderbar. Achso, das Dach. Stroh. Ob da die 20 Stroh reichen? Ich weiß nicht so. Was atmet der denn so schwer? Ist das hier so ein obszöner Anruf oder war das falsch mit dem? So gut. Erhol ich mal. Oi, oi, oi. Hammer gesprungen. Pause machen. Gut über Kopf arbeiten, ne? Keine Ressourcen. Ja, ja, ist ja gut. Wo fehlt's denn noch? Oh, na ja, alles jetzt. Wieder fehlt plötzlich Stroh. Die haben noch gesagt, 20 reichen. Ich sehe schon wieder nichts. Ah, kenne ich noch mehr? Ich sehe nichts. Ja, komm hier den Baum Richtung Haus. Lautlos. Aber es sieht schon gut aus. So. Der Kiffer. Hier den Kiffer gelegt. Und dann nehmen wir ihm das Rundholz aus der Hose. So. Liegen sogar drei. Zack. Dann gehen wir zurück hier auf der Hammer. Und rein in die Bude geschnitzt. Und dann machen wir hier das Dach rein. Ne? Hier, hast du gesehen, ne? Dann machen wir sie hier. So, zack. Hast du sie so mit der Hammer. Guck mal, da ist ein Dach fertig. Super. Hast du gesehen, wie ich das gemacht habe? Guck nochmal hin. Ich mach nochmal. Moment. Ist die Fackel weg? Was soll das denn? So, hier die Axt wählen. So, schön Richtung da. Zielen. Hä? Man geht ja in die... andere Richtung. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Warum? Was habe ich... Was lesen? Ich muss sagen... Ach, guck mal, er läuft sogar spitz zu. Das ist ja spitze. Verstehst du? Ja, die Scherze werden nicht besser. Deswegen. Interessiert keinen. Schaufel benötigt. Den könnte man ausgraben. Interessant. Interessant. Werden wir auch noch tun. Rundhölzer. Boah, wie viele Bäume man da reinjagt. Ist doch unrealistisch. Und ich treff nicht. Ja. Zum Glück haben sie das nicht wie in The Forest gemacht, wo man da so komisch drum rumhacken muss und machen und tun. Ist doch schon. Wir haben bis jetzt noch keinmal geschlafen. Ich will auch nicht. Der Winter kommt. Der Winter naht. Die Winter naht, weißt du? Kommt vom Nähen. Ah, Schneider. 00 Schneider. Ich sehe nichts. Besser. Dann nehmen wir mit. Zum Glück kullert das hier nicht überall herum. Wie ausrasten. Da kann man noch mehr mitnehmen. Wo ist denn der andere Baum? Bitte? Ja. Gesehen. Ich höre es da hinten schon wieder rascheln. Ach so, mit dem ersten Schlag macht er den. Macht er die Äste ab?
Und dann wird er zerteilt. Das finde ich gut. Das hat so ein bisschen Realismus. Verstehe. Schnell ranbauen. Wir haben schwer zu schleppen. Oh, jetzt eine Tür drin. Das heißt, es ist jetzt fertig, oder was? Nee. Wo ist mein Hammer? Ist der Hammer kaputt? Nein. Oh, jetzt geht das los. Hölzerner Bauhammer. Rundholzstock. Bauen. Schnell. Und auf Taste 4 legen. Ganz schnell. Automatisch, bitte. Macht er nicht. Füllt er nicht an. Fühl ich nicht an. Obwohl, man könnte ihn als Vorrat bauen, ne? Sehe ich wieder nichts. Warum macht er die Fackel immer weg? Nerveneule. Er haut immer direkt zweimal zu. Kann man gar nicht steuern. Ah, ja, Hammer. Aha. Hier, nimm mit den Scheiß. Den Rochen. Nimm! Hallo, ich drück E. Da raschelt was. Schwimmt, wir brauchen mehr Wände. Ich hätte mich nicht aufs Dach konzentrieren sollen. Scheiße. Kommt die Sau wieder. Wir brauchen mehr Bäume. Wo ist die Sau? Ich sehe sie nicht. Oder wieder ein Bär. Wahrscheinlich irgendwo. Weiß nicht, ein bisschen Angst. Den nächsten Kiffer umlegen. Wir brauchen ganz dringend die Wände. Hatten wir jetzt vor 30... Genau jetzt vor 30 Jahren hatten wir ja die Wände. Ich nehme das ja hier gerade auf. Am Mauerfall-Gedenkdach. Tag der Deutschen Einheit. So, wunderbar. So, worum ging's? Ja. Große Wände. Großer Wendekreis, sagt man ja auch. Das ist so... Das ist... So hippienesker Traumtanz. So im Kreis. Verstehst du? Das macht man so. Ist auch nicht lustig. Soll man auch keine Scherze drüber machen. Ich schon. Klar. Was glaubt ihr denn? Oh, ne? Wer ist denn so bescheuert, ne? Das, also. Die Nachbarskinder da oben sind. Die rasten gerade total aus. Hört ihr das? Alle Irrsinn, der da abläuft. Ich weiß, es geht den ganzen Tag schon so. Es geht mit tierisch auf die Eier. Ich werde die bald wegziehen. Ganz weit weg. Jetzt ist die Axt kaputt. Können wir keinen... Doch, da. Nee, das dauert 2 Minuten Realzeit. Ne? Ja, du baust ja nicht eine Axt mal eben so schnell. Wie, die hat er jetzt hier wieder... Moment. Die hat er automatisch replaced. Ob Englisch gespragt. Ja, hier, Steinachs, hast du doch. Noch nicht so ganz bugfrei, mein Freund. Naja. Aber den Soundtrack haben sie schon gekauft. Zu deinem Leben. Der Soundtrack deines Lebens. Spookyfrei. Ja. Als wenn du uns wichtig wärst. Also tun wir so. Wir nehmen dein Geld. Monatlich. Bitte. Gib. So, hier, was muss hier noch rein? Stroh haben wir jetzt nicht. Scheiß drauf. Warum ist das so... Oh Gott, ist ja duster hier. Weiß nicht, für mich ist so ein bisschen... Ich würde das Feuer von draußen gerne jetzt hier reinbauen. Aber ist eine scheißige... Wo ist das? Auch wenn die Kacke abfackelt. Warum ist das Feuer aus? Warum? Entzünde dein Feuer. Nein, ich brauche mehr Stöcke. Komm, wir bauen das jetzt da rein. Und dann hocken wir uns einfach hin. Und dann bauen wir uns irgendwann ein Bett. Hier ans Fenster. Kannst du das... Na, hieß ja. So, warte. Gleich kommt's. Crafting? Nein. Weitere Überleben im Feuer. Ja, im Haus kann dazu kein Feuer bauen. Da kommt die Feuerwehr. Der Brandschutz. Und da musst du... Hier an die Wand bauen. Weißt du, nee. Die Option haben wir. Ich fände es cool, wenn ich da jetzt ein Feuer dran bauen könnte. Scheiße, hier einfach abfackeln. Ja, sehr gut. Nee, wir haben ein Haus gebaut, aber du musst hier schon, du musst draußen am Lagerfeuer schlafen. Ich schlafe jetzt aber nicht, ich gehe runter und hole Schilf. Dass wir irgendwo am Fluss sammeln müssen. Für Stroh. Nee, da können wir nichts anderes nehmen, das muss Schilf sein. Hast du gehört? Schilf. Natürlich gibt es an diesem See kein Schilf. Verarscht mich doch.
Ich hätte gern welches. Aber eine Brücke haben wir hier gebaut. Nee, nee. Benutze ich jetzt das Trotz nicht. Hätten sich auch keins. Ja, Schilf gab es unten am Dorf. War ja schon alles weggerufen. Da hätte ich mehr mitnehmen sollen. Warum muss es denn unbedingt Schilf sein? Muss echt zum Dorf laufen, oder? Ich sollte mal ein paar Stöcker. Packt der die Fackel auto. Ah, ne, die Fackel ist ausgebrannt. Wir haben schon wieder Durst, mein Freund. Dann trink einen Schluck und Hunger. Wir sollten aber, ich weiß nicht, hat das Nachteile, wenn wir mal irgendwie. Wenn wir nicht schlafen, ist jetzt die zweite Nacht. Wir werden sehen. Ich weiß nicht, lass mich überraschen. Es plätschert gar nicht, wenn wir. Achso. Wenn wir im Wasser laufen. Aber ich folge dem. Lauf. Es ist irritierend, dass die Schritte einer rechts, also der rechte Schritt, den höre ich hier, den linken hier. Das ist so hinter mir, so neben mir. Real klingt das anders. Aber, den haben wir da mal aus der Hand. Ja, wer baut denn hier eine Brücke mitten in den Weg? Ich laufe hier. Guten Tag, hallo. Aber guck mal, wie gut die Texturen aussehen. Wahnsinn. Fällt mir fast nicht das hoch. Vor Schreck. Weil ich gerade überlegt habe, das Holz zu bestimmen, was das denn ist. Fichte ist das nicht. Naja, egal. Ahorn wahrscheinlich. Nee, was ist denn wetterbeständig? Naja, würde ich Ahorn nehmen. Ja, diese Stereo-Schritte, die müsstet ihr auch so hören. Bisschen irritierend. Aber das Wasser geplätschert, ne? Müsst ihr schon pipi? Ich nicht. Ich war schon vor dem Stream. Ja, vorbereitet. Und ihr? Seid ihr vorbereitet? Ja? Kann ich euch nur empfehlen. Hashtag vorbereitet. Auf Twitter. Und Hashtag leise Nachbarskinder. Ich dachte, ist mir egal, ich habe da heute die Kopfhörer auf. Trotzdem, Alter, wenn ich so... Ich bin nicht gereizt. Alter, die nehmen immer die Bude auseinander. Ich weiß nicht, was die da rumpoltern. Stundenlang geht das schon. Ich mache nachher nochmal die Waschmaschine an. Einfach aus Gehässigkeit. Ja, ne, lass ich die Nacht durchlaufen. Im Schleudergang. Stell ich auf den Flur. Da sollen alle was von haben. Klar. Na nett. Man muss sich ja anpassen, ne? Man muss ja, ne? Klar. Wenn es so zum freundlichen Ton gehört. Laut zu sein, rücksichtslos. Kriegen die das? Die Leute sagen ja auch so, die wollen das so. Die leben das ja vor. Muss man das nachmachen? Nee, kannst ja nicht Moralapostel kommen und immer leise sein und so. Da greift man ja auch in die Privatsphäre, das verletzt die ja auch, ne? Ich will ja niemanden verletzen. Die sollen ja leben, wie sie wollen, aber dann gebe ich denen auch, was sie wollen. Dann kriegen sie aber ganz lang und dreckig, was die wollen, kriegen die dann. Kannst du mal gucken, ey. So läuft das hier in der Welt. Das ist die reale Welt. Wo laufen wir überhaupt hin? Schilf holen. Warum nehmen wir die Wasserstraße? Ja, weil wir schon, ne, zukunftsgerichtet denken hier. Binnenschifffahrt. Google mal. Haben die meisten Leute auch keine Ahnung von, ne? Dass die Schifffahrt so verdrängt wurde durch den LKW-Verkehr. Und die Züge. Da müssen wir Schienen bauen. Binnenschifffahrt war sowas. Das ist doch was Großartiges. Könnte man mehr nutzen. Deswegen haben wir auch immer den ganzen Scheißstädte an den Flüssen gebaut, ne? Die immer überlaufen.